Hi Leute, das ist Sano hier. Im letzten Video zu Star Wars Outlaws haben wir es besprochen. Der offizielle Trailer, der Story-Trailer ist da. Und im Vorfeld wurde schon ein bisschen was geleakt. Ich habe da nur so beiläufig mitbekommen, also nicht vom Trailer an sich, sondern vom Release-Datum, was doch recht nah ist und was mich echt freut. Ich gehe stark davon aus, dass es am Ende von dem Trailer eh gezeigt wird. Deswegen werden wir das Ganze jetzt mal, ja, erstmal anschauen. Ich bin echt extrem gespannt. So, wenn da mal hier die Sekunden vergehen. Wenn Sekunden wie Stunden sind. So. Each of you represents some of the most powerful criminal organizations in the galaxy. Pikes, Crimson Dawn, Huts. It's a golden age for the underworld. Schmugglernetzwerk controls every corner of the galaxy, but they're distracted by a rebellion that won't quit. It's an opportunity to make millions. Kay Vess, the underworld's favorite new scoundrel. We meet at last. What do you want? Zarek Besh. They're new, rich, and lethal. You crossed their boss, Sliro, and now he wants you gone. Rob his fortune and buy your freedom. This job, it's a death wish. I'm in. Good job. Out here, you live and die by your reputation. You want to survive? Know the players. You're new to this world. What's your problem? Come back when you're not. Jabba, right? Look, don't try anything. I got a whole crew surrounding this. Okay, we're skipping that part. For about as long as I can remember, it's just been me and Nix. Doing what we have to survive. This job is my one shot at freedom. But if we're gonna pull this off, we need the right crew. And the right ship. Hire you because you are one of the best hunters in the Outer Rim. She's more connected than you let on, Sliro. Vess is mixed up in something bigger. The Outer Rim is a dangerous place. Everyone is fighting for their piece of the galaxy. But all I want is to live free. So I'm gonna risk it all. Star Wars Outlaws, pre-order available now. Okay, das sieht nice aus. Aber ich habe auch nichts anderes erwartet nach dem Avatar-Game von Ubimassive. Das spielerisch hätte besser sein können, aber was die Frostbite-Engine da hinzaubert, das ist schon echt nice. Genauso sieht es hier. Ich habe halt hier noch ein bisschen mehr Hoffnung drin, dadurch, dass es ein Third-Person-Game ist und ich Division-Franchise absolut liebe. Und Massive ganz klar Third-Person-Gun- und Gameplay kann. Das sieht richtig gut aus. Storymäßig lasse ich mich gerne überraschen. Die Schauplätze sahen jetzt echt nice aus. Und ja, ich habe von ein paar von euch gehört, dass ihr gerne einen Charakter-Editor hättet. Hin und her hätte ich auch cool gefunden, aber so haben wir halt einen voll ausgearbeiteten Charakter, der auch selbst vertont ist und hin und her, was das Ganze nochmal ein bisschen besser macht, was die Story an sich angeht. Dadurch, dass es ein Singleplayer-Game ist, ist das zu verschmerzen. Ich hätte auch gern, wie gesagt, oder Wahl gehabt, dass man wenigstens so ein bisschen seinen Charakter noch individualisieren kann, vom Aussehen her, aber es ist wie es ist. Ja, ich nehme doch so. Als Star Wars Jünger sowieso. Deswegen sehr nice. Okay. So, was ich definitiv mitbekommen habe, wenn man die Gold oder Ultimate Edition, die es natürlich immer geben wird, sowie wohl einen Season Pass für Star Wars Outlaws,
wenn man mindestens die Gold nimmt, dann bekommt man 3 Tage verfrühten Zugang. Bei der Ultimate sogar, glaube ich, den Season Pass mit dabei. Irgendwie sowas. Wenn man vorbestellt, kriegt man auch wieder Kram. Wie so ein Bonuspack, das sind meine Skins für das eigene Raumschiff und für den Speederbike. Und Standardkram halt, ne? Aber hier steht 30. August, das ist das, was geleakt wurde vorher. Ist ein sehr, 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 sehr cooles Datum, finde ich, für mich fast super rein. Ist so ein bisschen im Sommerloch drin, ne? Könnte auf jeden Fall nice werden. Ich hoffe, Ubi, dass sie das nicht verkacken. Und hier oben sieht er Ubisoft Ubi Plus. Ubisoft hat ja so eine teurere Mitgliedschaft, wo ja gewisse Titel dann schon einfach mit drin sind. Und Star Wars Outlaws gehört wohl dann auch dazu, dass es dann zu Release direkt mit reinkommt in dieses Abo von denen. Ne? Ich denke nicht, dass die 3 Tage Early Access, die werden nur für, wenn man die anderen Versionen kauft. Aber ansonsten wird es mit drin sein. Ja, sehr, sehr coole Sache. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet vom Release-Datum, vom Trailer an sich. Was ich gerade noch gesehen habe, ist, der Trailer ist auch komplett deutsch vertont, auch schon draußen. Deswegen werde ich das Ganze jetzt ohne meine Hackfresse abspielen, dass ihr den nochmal genießen könnt ohne. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye. Ihr alle repräsentiert eine der mächtigsten Verbrecherorganisationen der Galaxis. Pikes, Crimson Dawn, Hutten. Dies ist die Blütezeit der Unterwelt. Das Imperium kontrolliert jeden Winkel der Galaxis. Doch es wird von einer Rebellion in Atem gehalten. Die Gelegenheit, um Millionen zu scheffeln. Kay Vess, die neue Lieblingsgaunerin der Unterwelt. Endlich treffen wir uns. Was willst du? Zerek Besh. Sie sind neu, reich und berüchtigt. Du hast ihren Boss Liro verärgert und jetzt will er deinen Kopf. Raub ihm sein Geld und kauf dich frei. Dieser Auftrag ist lebensmüde. Bin dabei. Hier draußen entscheidet dein Ruf über Leben und Tod. Du willst überleben? Kenne die Drahtzieher. Du kennst diese Welt nicht. Was ist dein Problem? Komm wieder, wenn du es tust. Jabba, richtig? Gut, mach keinen Fehler. Meine Crew hat einen Palast um... Okay, wir überspringen diesen Teil. Solange ich mich erinnern kann, gab es nur Nix und mich. Und wir taten alles, um zu überleben. Dieser Auftrag ist meine Chance, frei zu sein. Aber wenn wir das durchziehen wollen, brauchen wir die richtige Crew. Und das richtige Schiff. Ja. Los geht's! Ich nahm dich, weil du eine der besten Kopfgeldjägerinnen bist. Sie ist besser vernetzt, als du gesagt hast, Sliro. Bess ist in etwas Größeres verstrickt. Das Outer Rim ist ein gefährlicher Ort. Alle kämpfen um ihren Teil der Galaxis. Aber ich will nur in Freiheit leben. Und dafür riskiere ich alles. Festhalten, Nix! Star Wars Outlaws ab jetzt vorbestellbar.